Also der Fahrzeugdynamikprüfstand ermöglicht es erstmals, die Längs-, Quer- und Vertikaldynamik des Fahrzeugs, des Gesamtfahrzeugs, unter Laborbedingungen zu betrachten. Ja, das ist momentan weltweit einzigartig. Bislang war es insbesondere bei der Querdynamik nur möglich, sie auf Testgeländen oder auf der Straße im Fahrversuch zu untersuchen. Und das geht eben jetzt hier auf dem Prüfstand, das heißt vollständig reproduzierbar und absolut risikofrei. Das ist das Highlight. Insbesondere die aktuellen Themen wie Elektromobilität oder auch autonomes Fahren machen es zunehmend erforderlich, dass man die Gesamtfahrzeugdynamik, also eben gleichzeitig Längsdynamik, Querdynamik und Vertikaldynamik betrachtet und dass man insbesondere ein prozesssicheres und dann auch risikofreies Werkzeug zur Verfügung hat. Genau da setzen wir mit diesem Prüfstand an.